Wenn ihr Livestreaming auf einem Mac betreiben wollt, dann werdet ihr schnell an das Problem stoßen, dass ihr Desktop-Audio nicht richtig einfügen könnt. Lange Zeit ging das gar nicht ohne extra Software, mittlerweile geht das so halbwegs, aber ihr habt immer noch keine Möglichkeit, die Lautstärken zu regulieren und an verschiedene Geräte auszugeben. Bei macOS gibt es keine Möglichkeit, wenn ich jetzt hier mal Programm A und Programm B habe, diese zwei Geräte an beispielsweise den Stream oder meine Kopfhörer ausgeben zu lassen. Ich kann nur beides an eins von beiden ausgeben lassen. Und ich kann auch nicht kontrollieren, ob Programm A lauter sein soll als Programm B oder andersherum. Und das ist schon ganz schön nervig, wenn man beispielsweise Discord-Sounds nur selber hören möchte, aber nicht im Stream. Und um dieses Problem zu lösen, gibt es jetzt eben eine Software namens SoundSource. Diese Software kostet Stand jetzt ungefähr 30 Euro, was leider relativ teuer ist, aber ist meines Wissensstands nach die beste Lösung. Ich habe keine Ahnung, ob es noch eine andere Lösung gibt, aber ich habe zumindest keine gefunden. By the way, falls mein Mikrofon hier manchmal so zur Seite abdriftet, das liegt daran, dass ich gerade auf einem Schiff bin in der Mitte vom Atlantik und es gerade relativ wellig ist. Aber wie manage ich jetzt mein Audio mit diesem Programm? Also erstmal habe ich das Programm installiert und dazu muss ich sogar einmal in die Wiederherstellungsoption von meinem Mac und auf Startvolumen gehen und die Software-Erlaubnisse für irgendwelche Zugriffe auf von Apple autorisierte Software stellen, weil aus irgendeinem Grund ist das standardmäßig nur auf Apple eigene Software eingestellt, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Egal, ich habe es auf jeden Fall installiert und dann meinen Lizenzcode eingelöst, damit ich auch die Vollversion quasi nutzen kann. Und dann habe ich mir noch den Driver namens Black Hole heruntergeladen, den ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, um Desktop-Audio überhaupt in OBS einfügen zu können. Anschließend bin ich in das MIDI-Setup gegangen. Das ist der interne MIDI-Mixer von Mac, aber da kann man so gut wie gar nichts einstellen. Also, ich habe mir da erstmal zwei virtuelle Geräte mit mehreren Ausgängen erstellt. By the way, hier habe ich ein Emoji für jeweils meine Kopfhörer oder den Stream, da habe ich eben eine Kamera genommen, eingefügt, damit ich nachher besser erkennen kann auf den ersten Blick, was der Stream und was meine Kopfhörer sind. Und da jeweils einmal Black Hole, also diesen Driver, und einmal meine Kopfhörer ausgewählt. Dann bin ich in OBS gegangen und habe mir Black Hole einmal als Quelle hinzugefügt. Da bin ich dann noch auf die erweiterten Audioeigenschaften gegangen und bin auf Monitor und Ausgabe gegangen. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich ja auch hören möchte, was der Stream hört. Wenn man das nicht wollen würde, dann müsste man hier natürlich einstellen, dass das nur der Stream hört. Das müsste man dann mit einem weiteren Gerät machen. Aber ist jetzt erstmal egal. Ich will nicht, dass der Stream irgendetwas hört, was ich nicht höre. Und deswegen habe ich das mal so eingestellt. Dann bin ich noch in die OBS-Audio-Einstellungen gegangen und habe mich versichert, dass mein Monitoring-Gerät meine Kopfhörer sind. Dann bin ich zum ersten Mal in SoundSource gegangen und habe hier unten einmal alle Programme hinzugefügt, die ich auf ein Ausgabegerät fixieren möchte. Beispielsweise mal Discord auf meine Kopfhörer könnte ich immer noch umstellen, falls ich irgendeinen Voice-Chat im Stream haben wollte. Dann habe ich die Musik-App so eingestellt, dass sie im Stream hörbar ist und meinen Safari-Browser so eingestellt, dass er nur auf meinen Kopfhörern hörbar ist und den Chrome-Browser auf den Stream eingestellt. Das mache ich deswegen, weil ich meinen Stream-Manager und alles, was so technisch ist, was nichts für den Stream ist, auf meinem Safari-Browser nutze und alles, was für den Stream bestimmt ist, im Chrome-Browser erledige. Dann habe ich hier oben noch das globale Gerät ausgewählt, also für alle Programme, die nicht dediziert eingestellt werden unten, und da habe ich meine Kopfhörer gewählt. Warum ist mein Mikrofon schon wieder weg? Dann habe ich die Systemsounds noch ganz leise gemacht, weil die mir normalerweise immer viel zu laut sind und nur auf meine Kopfhörer gestellt. Und damit ist mein Audio-Setup auch schon mehr oder weniger fertig. Ich habe jetzt SoundSource mit OBS zusammen auf einem zweiten Monitor liegen und kann damit jetzt alles ganz einfach einzeln einstellen, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wäre euch diese Software zu teuer und ihr würdet das einfach standardmäßig lassen und dann hört euer Stream halt eure Systemsounds und Discord. Oder werdet ihr euch die Software holen oder habt ihr euch vielleicht schon geholt? Also, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Oder falls es euch nicht gefallen hat, lasst auch ein Like da. Warum auch immer. Lasst gerne auch ein Abo da und schreibt, wie gesagt, in die Kommentare. Also sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.